Am Freitag, den 12.12. ab 18.30 Uhr spielen unsere Veilchen gegen den 1. FC Heidenheim. Rein tabellarisch gesehen ein komplett ungleiches Duell, der Tabellenletzte gegen den 4. aus Heidenheim. Veilchen-Coach Tomislav Stipic äußerte sich nach der Auswärtspleite in Kaiserslautern wie folgt. Mit Hinblick auf das letzte Hinrundenspiel gegen Heidenheim. Heute und hier 3-0 verlieren, aber jetzt haben wir noch 6 Tage vor uns und der nächste Gegner Heidenheim und wir wollen das Spiel, wir wollen uns bestens vorbereiten und wollen in diesem Spiel ohne Angst auftreten. Danke. Aus Sicht Aue möchte man noch vergleichsweise etwas versöhnlich aus der Hinrunde rausgehen und möchte nicht mit der roten Laterne am Ende der Hinrunde dastehen und vor Weihnachten mindestens auf dem vorletzten Platz stehen, um dann in der Rückrunde voll angreifen zu können und den Abstiegskampf richtig Fahrt zu nehmen. Natürlich ist es tabellarisch gesehen ein ungleiches Duell, aber im Fußball ist schon vieles möglich gewesen. Wie es tatsächlich ausgeht, sehen wir am Freitag ab 18.30 Uhr.